Wir sind schon wieder, Hallöchen da draußen. Immer noch bei mir sitzt Huan Wu und ich habe mit ihm schon über seine Filmprojekte gesprochen, die sich dem Lovecraft-Mythos widmen, beziehungsweise dieser Welt, unter anderem die Traumlande. Wenn ihr das sehen wollt, klickt ihr einfach mal hier oben oder im Infotext werde ich das auch verlinken. Wir haben darüber gesprochen, was Lovecraft überhaupt ist, aber deine Anfänge liegen ja woanders, deine filmischen Anfänge. Das ist, und das kennen vielleicht einige von euch, ist Warhammer 40k. Da hast du Genau. nämlich auch einen Film zugedreht Genau, damals das war und der da gab es erste. aber Stress, oder? Ja, das war der erste große Film, den ich versucht habe zu machen. Da haben sie auch wirklich dann hinbekommen. War sehr schwer, sehr amateurhaft noch. Viel gelernt dabei, extrem viel Wo kann gelernt. ich den sehen, den Film? Gar nicht, denn, also offiziell eigentlich nicht. Also du kannst ihn finden im Internet. Es gibt definitiv Torrents oder so, wo er irgendwo herumfliegt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber auf jeden Fall, man kommt ran auf irgendwelche Ja. russischen Servern und so. Der Film durfte leider nicht veröffentlicht werden. Also Warhammer 40.000, falls jemand es nicht kennt, ist ja dieses Miniaturspiel. Spielt im 41. Jahrtausend, sehr viel Games Krieg und Workshop. Gewalt. Genau, Games Workshop ist die Firma aus England. Mit Space Marines, Orks, Tyranniden, Eldar und so weiter und so fort. So ein bisschen wie StarCraft. Also StarCraft ist eigentlich die Kopie von Warhammer 40.000, muss man ja auch offen sagen. Ja, aber du hast dann, Den Film gedreht auf ja. Deutsch, mit teilweise halt Freunden auch eher und Amateurschauspielern, auch ein paar Professionelle dabei. Und ein richtiger Langfilm geht auch in Richtung so ein bisschen wie das Warhammer 40.000 Rollenspiel. Also ich habe von vielen jetzt gehört, das ist im Prinzip das so wie also eine Filmumsetzung eines typischen Rollenspielabenteuers in der 40k-Welt eben ist. Haben die Stimmung sehr gut eingefangen, aber durften den Film nicht veröffentlichen, da es so Copyright-Bedenken gab dann zum Schluss von der Firma. Wir hatten nämlich nur rein telefonisch von denen das grüne Licht bekommen. Großer Fehler. Also du hattest schon gefragt bei Games Workshop, Ja, dürfen wir wobei den es auch Film nochmal ein drehen? Fehler war, es war nur GW Deutschland, das war die Ah, okay. Zweigstelle. Wir Ja. haben nie dann wirklich mit der Hauptstelle gesprochen. Die haben da telefonisch gemeint, ja, macht mal, gut, sagt man leichtfertig halt. Und zu dem Zeitpunkt war es ja auch nicht klar, dass es ein Ja. Problem sein könnte. Aber später, als der Film fast fertig war, hieß es dann von der Rechtsabteilung aus Nottingham, da sitzt die Firma, dass wir den Film nicht veröffentlichen dürfen, weil sie einfach Copyright-Bedenken haben. Also 2003, 2004 haben wir gedreht und 2008 wurde der Film fertig. In der Zeit war das noch relativ neu mit Fanfilmen überhaupt im Internet. Gab halt so Star Trek, Star Wars Fanfilme. Und deswegen habe ich mir ja gesagt, ich will auch einen Fanfilm machen. Und die Engländer hatten halt damit noch gar keine Erfahrung und wussten nicht so recht, was dann passieren würde, wenn wir den jetzt kostenlos ins Internet reinhauen. Also gibt Theorien, sie haben nie klar gesagt, woran es jetzt liegt. Aber zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich in meinem Film, haben wir ja auch Charaktere erfunden, die es noch im Spiel so nicht gab. Und wenn dann vielleicht eine Miniatur rauskommt oder im Roman XYZ ein Charakter vorkommt mit demselben Namen, der ähnlich wirkt und tut, könnte ich sie vielleicht verklagen, weil ich sage, das ist meine Idee. Das zum Beispiel. Man hätte es aber sicherlich vertraglich irgendwie regeln können, aber vielleicht wollten sie es nicht. Aus anderen Gründen wieder. Vielleicht hat es zu viel Geld gekostet, die Anwälte. Wie lange Und sie hast hatten du einen denn eigenen gedreht? Film, der dann später rauskam, Ultramarines, ein Animationsfilm, der bei den Fans nicht so gut ankam, weil er eben, was sehr wichtig ist, was ich halt weiß als Fan, am Kanon herumspielt und Okay. Dinge ändert. Und Ja. das haben wir nicht Das ist immer getan. schwierig, ja. Genau, das ist immer sehr schwierig. Und er erwartet halt auch von dem offiziellen Film mehr als das, was herauskam. Der war qualitativ einfach nicht wirklich so richtig gut. Was schade war. Aber es gibt eben auch die Theorie, dass unser Film verboten worden ist damals, weil sie da schon in den Gesprächen waren für den eigenen Film und da keine Querelen haben wollten, keine Konkurrenz haben wollten. Ja, vor allem, sie haben die Filmrechte, das ist ein wertvolles Gut, was sie vielleicht irgendjemand verkaufen Klar wollten auch, und ja. dann ist das natürlich dann irgendwie, spreizt das natürlich dann da rein, wenn es irgendwie schon so einen Film Zumindest denkt gibt. man das, wenn man konservativ daran geht, Ja, weil genau. auch zum Beispiel George Lucas hat das ja auch gelernt mit der Zeit, er hat anfangs ja auch jeden Fanfilm verfolgt im Internet und versucht zu verbieten, auch die Star Trek-Leute von Paramount haben es versucht. Aber sie haben ja irgendwann, und das war die Zeit, als wir Donatus gedreht haben, ja kapiert und dann haben sie es zugelassen. Sogar mittlerweile dann auf der Website kannst du es runterladen. Du kannst die Lichtschwerter-Sounds hier für so ein Lichtschwert runterladen, die offiziellen, damit du damit arbeiten kannst, weil sie wollen das, dass die Fans damit arbeiten und was daraus erschaffen und dranbleiben. Ja, es ist gut für die Marke, es ist gut für Wie das lange Franchise. hast du an dem oder habt ihr an dem Film gearbeitet, bis der fertig war? Danach, das ging richtig lange. Ich habe ja daneben auch noch studiert, ein Studium angefangen und dann auch zu Ende gebracht. Also es war wirklich dann ja von 2003 bis 2008. Also Und alles richtig viele Freizeit, Wochenenden richtig da viel, reingesteckt. genau. Und wie ist das dann? Der Film ist fertig und dann man ist auch Fan von, man ist Games Workshop oder Warhammer 40k Fan und dann sagen die, nö, Ja, das war Schluss. natürlich ein kleiner Weltzusammenbruch, Untergang für uns alle.
weil wir so viel Liebe und Zeit da reingesteckt haben. Und dann hat das auch irgendwie dein Verhältnis zu dem Thema sich dadurch verändert? Oder bist naja, ich bin immer noch Fan. Also ich würde sagen, nach wie vor, wenn ich das Geld dafür bekommen könnte, würde ich gerne nochmal zurück zu dieser Welt, weil die Welt wirklich also fantastisch ist, groß, und man kann große Geschichten da erzählen. Es ist halt Sci-Fi-Action, also es gibt da riesen Kampfszenen und diese düstere Gothic-Struktur, auch das Design, fand ich super toll, finde ich immer noch super toll, würde ich gern zurückkehren eigentlich. Fragt sich auch jeder, warum kein richtig großer Hollywood-Film bisher daraus gemacht worden ist, aus dem Thema. Kommt ja vielleicht noch dann. Ja. Aber natürlich, klar, mit der Firma bin ich natürlich jetzt ein bisschen überkreuz in der Hinsicht. Mhm. Oder die mit mir, wie auch immer. Weil wir haben natürlich auch im Internet eine riesen Kampagne dann gehabt, auch die selbst befeuert. Die Fans waren ja auch alle super stinkig. Mhm. Und es ging ja wirklich so weit, dass Petitionen gemacht, also bewirkt natürlich nicht viel, so eine Online-Petition, aber es waren wirklich viele, die mitgemacht haben und gezeichnet haben von wegen, wir wollen Thanatos sehen, wir wollen den Film haben. Schaut doch mal, wie ihr das hinkriegt vertraglich, kann ja nicht so schwer sein. Mhm. Es haben Leute wirklich angerufen, Telefonterror gemacht bei der Firma. Das machen vor allem die Amerikaner, die sind es gewohnt, dass man telefonisch sich meldet bei einer Firma und persönlich sagt, dass man es scheiße findet, was die gerade tun und so. Ja, also da gab es wirklich so ein, zwei Jahre lang richtig schlechte Presse sozusagen für Games Workshop. Auch bei BBC waren wir. Auf der Website wurde berichtet davon. Mhm. Also in England war das wirklich ein großes Thema, weil da ist die Firma ja auch sehr bekannt. Und und man kennt ja auch die Problematik, die rechtliche. Gibt es jetzt übrigens im Tolkien-Fan auch wieder, ne? Es sind jetzt Tolkien-Fanfilme. Gab es jetzt einen Fanfilm, der über Gondolin... Ich glaube, beide sind beides britische Produktionen. Also einer auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben beide Post vom Anwalt vom Tolkien-Estate bekommen oder von den Tolkien-Erben. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Genau, dass das Projekt jetzt eingestellt werden muss. Oh, okay. Und Peter Jackson hat es ja erlaubt quasi. Also ja, nee, aber das ist ja Gondolin, ist ja Silmarillion, ist ja wieder noch... Stimmt, da haben sie die Rechte nicht dran. Ah, genau, klar. Und da sind Fanfilme dann schwierig, auf jeden Fall. Mhm. Peter Jackson darf ja auch zum Beispiel nichts aus dem Silmarillion machen. Er darf ja nur die Anhänge von Herr der Ringe benutzen, was er beim Hobbit jetzt auch ausschlachtet. Und eben Hobbit und Herr der Ringe. Er darf nichts anrühren, was im Silmarillion drinsteht. Er macht das... Subtil. Subtil vielleicht, ja. Er macht das subtil, er lässt das, die Stellen, die auf Silmarillion anspielen, sind dann einfach in Quenya und das verstehen dann die Anwälte nicht. Ah, verstehe. Zum Beispiel Radagast, Zaubersprüche. Ja klar, das kann ja, genau, aber kann keine Story-Elemente benutzen oder Charaktere richtig da herausziehen. Ja. Das ist dann schwierig, aber, rechtlich dann. Genau, aber zum Beispiel, es gibt ja die Szene, wo Radagast quasi Yavanna anbetet. Ja, stimmt. Was er eigentlich nicht machen dürfte, weil Yavanna darf nicht vorkommen. Ah, verstehe. Und so Sachen. Geschickt eingefädelt. Oh, jetzt habe ich es verraten. Man müsste also einen Fanfilm komplett in Quenya drehen. Dann könnte man vielleicht wieder rauskommen. Naja. Weil das ist zu schwierig, dann nachzuvollziehen für die Anwälte, was da jetzt genau... Ja, aber man sieht eben, diese Problematik ist immer noch da. Und das ist natürlich eine Sache, die mich auch weiterhin verfolgt. Auch wenn ich jetzt vielleicht in die Richtung gehen werde, dass ich irgendwann ein professioneller Filmemacher bin, bin ich vom Herzen ja immer noch ein Fan von bestimmten Dingen. Und... das ist natürlich klar, dass Fans sich da ausprobieren wollen, austoben wollen, auch lernen wollen. Und das tut man am besten durch Produktion von Themen, die einen halt leidenschaftlich verfolgen irgendwo. Aber jetzt warum sollte man jetzt einen anderen Film drehen, wenn man ein Tolkien-Fan ist? Warum nicht versuchen, einen Fanfilm zu machen, der in Mittelerde spielt? Finde ich nur begrüßenswert, ja. Aber jetzt mit den Traumlanden bist du ja auf der sicheren Seite, weil H.P. Lovecraft ist seit über 70 Jahren tot. Und, genau, also wir konnten die Farbe genau richtig zum richtigen Zeitpunkt drehen. Wir haben den 2008 gedreht und ich glaube 2007 war es schon der Fall, dass H.P. Lovecraft genau 70 Jahre Rest in Peace verstorben ist. Und bei ihm haben wir auch den Glücksfall, weil in Amerika ist die Rechtsprechung nicht so wie in Europa. In Europa ist es ganz klar geregelt, wieder einmal. Nach 70 Jahren definitiv Public Domain, gemeinfrei. Die Texte können veröffentlicht werden, von jedem verwendet werden. Lovecraft ist ein Amerikaner und da ist die Rechtslage so ein bisschen verworren. Aber es ist ziemlich sicher, dass bei ihm alle Rechte verfallen sind, da er sich Zeit seines Lebens nie drum gekümmert hat. Die Rechte, da hat sich auch niemand dafür interessiert, muss man ehrlich sagen, die zu kaufen oder sich zu holen. Das heißt, seine Geschichten haben keine Erben. Er hat auch selbst ja keine Erben. Entsprechend gibt es gerade nur 2, 3, 4 Geschichten, wo man glaubt, es könnte sein, dass irgendein Magazin, das die zum ersten Mal veröffentlicht hat, die Rechte dran irgendwie hat oder so. Aber du siehst ja, die ganzen Computerspiele, Brettspiele, Kartenspiele und so werden ja gemacht. Und da kann man davon ausgehen, dass, wenn sich bis heute keiner gemeldet hat, nach dem Motto, hallo, ich möchte meinen Anteil dran haben oder das verbieten, dann kann man davon ausgehen, der hat das so lange verpennt, dann hat er seine Rechte dran verwirkt. Das ist in Amerika ja so. Man muss seine Rechte aggressiv verteidigen,
was auch das Problem der Rechtskultur dort ist, mit dieser ganzen Haifisch-Ideologie. Aber genau, solange niemand, wenn niemand die verteidigt, und das war bei uns bei Damnados ja auch die Theorie, dass die Engländer den unseren Film so aggressiv angegangen sind, um halt nach außen hin zu zeigen, wir verteidigen unsere Rechte. Und dadurch können wir unsere Filmlizenzen weiter aufrechterhalten, weil wir sie verteidigt haben. Wir haben nicht zugelassen, dass jemand sie einfach wegnimmt. Weil dort in der Rechtskultur ist es so, dass wenn du zulässt, dass jemand was macht, du quasi deine Rechte damit so ein bisschen aufgibst, wenn du sie nicht verteidigst. Ja. Und das gab es bei Lovecraft nicht. Es gibt niemanden, keine Erben, keine Lizenzträger, die sich bisher jemals gemeldet haben. Dafür können wir auf jeden Fall auch für Europa definitiv davon ausgehen, dass wir den Film machen dürfen. Ich finde es ein spannendes Thema und interessant, jetzt nochmal von dir zu hören, wie damals die Geschichte war mit eurem Film und warum es den jetzt nicht mehr zu sehen gibt, was ja total schade ist, weil ihr habt ja auch viel Herzblut reingesteckt und es gibt ja auch viele Warhammer 40k-Fans da draußen. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie gesagt, ich will jetzt nicht dazu anstiften, aber man kann... Irgendwo ist er vielleicht man noch. Man kann ihn schon sehen und es gibt durchaus genug Fans, die ihn wirklich toll finden, auch wenn er sehr amateurhaft vom Niveau her natürlich ist, muss man sagen. Er ist weit entfernt von dem Niveau, den wir jetzt mit Die Farbe hatten und jetzt mit The Dreamlands, mit den Traumlanden hoffentlich haben werden. Aber man kann ihn angucken. Also ich denke schon, dass das, also was wir hinbekommen haben, was die Profis quasi bei Ultramans nicht geschafft haben, dass wir... Und das ist vielleicht auch mal das Markenzeichen für mich als Regisseur, wie ich arbeite, dass wir dem Grundstoff, dem Hauptmotiv treu geblieben sind. Wir haben es geschafft, bei Damnatus behaupte ich, die Atmosphäre wieder hinzubekommen. Wie fühlt es sich an, 41. Jahrtausend mit diesem krassen Regime, das Imperium, das total zerstörerisch ist und totalitär ist. Und diese Gothic-Stimmung auch mit den fremden Chaosgöttern und Dämonen und so. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen mit unseren Mitteln. Und sind eben auch dem Kanon treu geblieben, was bei den anderen nicht der Fall war. Und das kann man uns dann schon anrechnen. Alles klar. Alles klar. Fand ich cool, dass wir darüber gesprochen haben. Schön, dass du da warst und ciao. Bis zum nächsten Mal. Genau. Okay. Ja. Gefährlich hier. Hier, voll gefährlich. Was machst du, wenn du das nicht anhast im realen Leben? Ich bin Metzgerin. Metzgerin? Ich bin Metzgerin. Nützlich auch, ne? Nützliche Werkzeuge. Ja, wir haben hier die Demo-Version, wollen es ein bisschen anspielen und ein bisschen darüber reden. Ein Hack and Slay mit Dracula in der Hauptrolle, der zweite Teil. Hast du den ersten gespielt? Ich habe den ersten gespielt. Ah ja, okay. Genau. Ich nicht, ich kenne gar nichts.